So, bisschen andere Optik. Ich melde mich heute aus Wien von einem Hotel, was sehr bedacht ist, so eine schöne, kuschelige Atmosphäre zu erschaffen. Viel Licht habe ich nicht. Ich hoffe, das reicht aus mit diesem Licht hier. Und heute reden wir von PIK3 CA. Das ist super häufig mutiert bei den verschiedensten Krebsarten. Kommen wir gleich zu. So was richtig Catchyes, was man dazu sagen kann, fällt mir allerdings leider nicht ein. Und wir gehen mal in die Zelle und gucken uns das hier genauer an. Wir hatten ja schon in den anderen Videos zu Krebsmutationen die Rezeptor-Tyrosinkinasen besprochen, unter anderem EGFR und HER2. Wir hatten uns auch KRAS angeguckt als das schlagende Herz von Krebs und wir haben uns auch bereits TP53 als den Wächter des Genoms genauer angeguckt. Klar, dass wir jetzt mal ein Protein nehmen müssen, was irgendwo dazwischen ist, damit wir da auch wirklich alle Aspekte abdecken können. Und deswegen habe ich eine intrazelluläre Kinase gewählt und nämlich PIK3CA. Und jetzt können Sie kritisch sagen, Moment, da steht ja nicht PIK3CA, da steht ja PI3K. Das ist ja was anderes. Genau, und das gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Das Protein PI3K, Phosphoinositid-3-Kinase. Das ist, wie gesagt, das gesamte Protein. Wir wissen aber, dass dieses Protein aus zwei Untereinheiten besteht. Der P85-Alpha-Einheit und der P110-Alpha-Einheit. Und wir wissen, dass die P85-Alpha-Einheit regulatorisch wirkt. Wir wissen aber auch, dass die P110-Alpha-Einheit die Kinase von PI3K ausmacht. Und hier ist es so, dass das Gen, was für diese P110-Alpha-Untereinheit von PI3K kodiert, das nennen wir PIK3CA. Und wenn wir uns das jetzt angucken, hatten wir ja in anderen Videos schon gesagt, von außen, von den Rezeptor-Tyrosinkinasen wird über KRAS ein Signal an die darunter, in Anführungszeichen, darunter geschalteten Signalübertragungswege weitergeleitet. Wir hatten uns bisher immer RAS, RAF, MEK, ERK angeguckt. Diesmal gucken wir uns ein bisschen eine Alternative an, nämlich über PIK3CA, ACT und mTOR, letzten Endes zum Zellkern zu kommen. Und hier haben wir das, was wir eigentlich bei allen anderen Krebsmutationen auch haben. Wenn PIK3CA mutiert ist, dann ist natürlich alles, was dem vorgeschaltet ist, relativ schnuppe. Weil dann kann es eigenständig seine Kinasefunktion ausüben und braucht keine Regulation mehr über Rezeptoren oder über KRAS. Heißt, es kommt wie immer zu einem Dauerstimulus des Weges, des Transduktionsweges. Und das ist bekanntlich das biologische Äquivalent für Krebs. Gucken wir uns nochmal OncoKB an. Ich habe Ihnen diesmal wieder PIK3CA eingegeben und geguckt, was OncoKB so rausspuckt. Und Sie sehen da ganz links, das ist eine sehr gestauchte Darstellung, dass wir da irgendwas von 0 bis 354 verschiedenen Mutationen pro Mutation haben. Wenn ich mal die rausnehme, die nur einmalig vorkommen, dann sieht das so aus. Und dann sieht man, dass wir eigentlich drei Hotspot-Regionen im PIK3CA-Gen haben, die regelmäßig mutiert sein können. Und die nennen sich einmal E545, meistens K als Mutation, oder H1047 Mutation. Da gibt es auch verschiedene. Es gibt auch die E542 Mutation, die relativ häufig vorkommt, aber bei weitem nicht so häufig wie die beiden hauptsächlichen E545 auf Exon 9. Das hat erstmal mit der Kinase gar nicht so viel zu tun. Und das eigentlich in der Kinase befindliche, hier ein bisschen anders dargestellte H1047. Und ich habe Ihnen in Rot drüber geschrieben, die haben eigentlich komplett unterschiedlichen Einfluss oder die aktivieren PIK3CA auf unterschiedliche Art und Weise. Die Exon 9 E545 Mutation, die heben den hemmenden oder regulatorischen Einfluss von P85-Alpha auf und es kommt somit zu einer Überaktivierung. Während die H1047 für eine stärkere Aktivierung, also für eine stärkere Aktivierung des danach geschalteten Proteins sorgt. Ich habe Ihnen dieses Bild hier erstellt, bitte nicht erschrecken, das ist noch nicht mal vollständig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht Prostatakarzinom oder Ovarialkarzinom einzeichnen können. Und bei den Krebsarten, die in irgendeiner Form was mit zielgerichteter Therapie zu tun haben, da steht PIK3CA auch immer wieder im Verdacht, irgendwelche Resistenzen zu vermitteln, also erworbene Resistenzen. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel bei EGFR-mutierten Lungenkrebs. Geht man davon aus, dass PIK3CA-Mutationen Resistenzmutationen sind? Naja, und was man auch noch wissen muss zum Vorkommen, ist, dass PIK3CA relativ häufig bei Plattenepithelkarzinomen vorkommt. Und das ist schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil bin ich noch nicht so drauf eingegangen, aber der Unterschied zwischen Adeno und Platte ist schon der, dass gerade Adenokarzinome Mutationen haben. Plattenepithelkarzinome eher weniger.
Ich habe Ihnen bei der Abbildung vorhin, als wir uns Karas Einfluss auf PIK3CA angeguckt haben, ein bisschen was verheimlicht. Es ist nämlich so, dass Karas nicht der einzige Signalüberträger auf PIK3CA ist, sondern dass es auch die IGF-Rezeptorfamilie gibt. IGF ist Insulin-like Growth Factor und da klingelt es wahrscheinlich schon bei Ihnen. Das hat was mit dem Zuckerhaushalt zu tun. Insulin würde ja, wenn zu viel Zucker im Blut ist, irgendein Signal auslösen, damit dieses Zucker aus dem Blut wieder verschwindet. Und das macht der insulinähnliche Wachstumsfaktor auch. Der stimuliert PIK3CA. PIK3CA stimuliert daraufhin ACT, dass ACT einen Transporter in die Zellmembran baut, das sogenannte GLUT4, Glucosetransporter 4. Und dieser Transporter wird benötigt, um Zucker, wovon viel zu viel im Blut ist, in die Zelle zu luxen. Und wir natürlich auch bei der physiologischen Eigenschaft von PIK3CA. PIK3CA ist extrem wichtig für Zellwachstum und auch Körperwachstum. Ist schon in gewisser Hinsicht der wichtigste Regulator von Zucker im Blut, wie das in die Zelle kommen kann. Was ich Ihnen an dieser Stelle schon nicht verheimlichen will, es gibt noch ein anderes Protein namens P10, was eigentlich dafür sorgt, dass PIK3CA kontrolliert wird. Da gibt es auch Mutationen zu, inaktivierende Mutationen zu. Können sich so ein bisschen vorstellen, welche Konsequenz das wohl haben wird. Machen wir aber natürlich ein eigenes Video zu. Soweit so physiologisch. Wenn wir aber jetzt die PIK3CA-Mutation haben mit der Daueraktivierung ihres Pathways, dann verschwindet der Einfluss vom Insulin und dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor. Diese gewisse Abhängigkeit von der PIK3CA-Signalübertragung von Zucker und Insulin etc. hat den Verdacht nahegelegt, dass vielleicht die PIK3CA-Mutation der Missing Link zu viel Ernährung oder Übergewicht oder dem metabolischen Syndrom sein könnten. Das Zweite, was ich Ihnen ja auch schon gesagt hatte, Platte relativ häufig. Und bei Platte werden wir Onkologen immer super schnell hellhörig, weil wir wissen, da gibt es ja ein Virus, was bevorzugt Plattenepithelien in Richtung Krebs drängt, nämlich das HPV-Virus. Das heißt, da gibt es auch aktuell relativ viele Untersuchungen, wo geguckt wird, ob die PIK3CA-mutierten unterschiedlichen Tumoren beispielsweise mit HPV-Infektionen korrelieren oder nicht. Es sieht eher nicht so aus. So, wie therapiert man das? Das ist jetzt auch nicht ganz banal, weil ich hatte Ihnen ja gezeigt, die Mutation sorgt dafür, dass GLUT4 überexprimiert wird, dass immer mehr Zucker von außerhalb der Zelle nach innerhalb der Zelle kommt. Wenn wir das jetzt schön zielgerichtet inhibieren und es gibt extrem gute spezifische Inhibitoren von mutierten PIK3CA, dann hat das natürlich zur Folge, dass der ACT-Einfluss auf GLUT4 wiederum erlischt und der schön in der Zelle gehortete Zucker wieder nach draußen kommen kann. Es klingt erstmal banal, es ist aber schon relativ dramatisch, weil da können wirklich enorme Zuckerspiegel erreicht werden. Und was ich Ihnen gerade gesagt hatte, die kriegt man mit Insulin nicht mehr korrigiert. Insulin wirkt da nicht. Das heißt, bei allen Therapien müssen wir wissen, PIK3CA ist so wichtig für den Zuckerhaushalt des Körpers, dass die Hemmung und auch noch so potente Hemmung fast unweigerlich zu Nebenwirkungen im Rahmen von Hyperglykämien, also zu viel Zucker im Blut, führen kann. Gucken wir uns diese spezifischen PIK3CA-Hämmer aber auch mal genauer an. Sie sehen hier 2019 bei Brustkrebs ein positives, progressionsfreies Überleben für die Hinzunahme des PIK3CA-Inhibitors zu der Standardtherapie. Das ist die blaue Kurve, das ist Alpelisib. Das ist statistisch signifikant und das ist soweit auch klar, hat auch seine Zulassung dafür bekommen. Ansonsten sind wir relativ schnell dabei, das Ganze wieder, ehrlich gesagt, zu zweidimensional zu sehen. Dass wir sagen, hey, wenn oben das mutiert ist und ich kann es nicht direkt inhibieren, inhibiere ich einfach was, was drunter ist. Und entsprechend hat man auch mTOR-Inhibierung durchaus häufig eingesetzt. Also wenn man eine PIK3CA-Mutation hat, wird die direkte Hemmung des Alpelisib besprochen, dann wird die mTOR-Hemmung durch Everolimus besprochen. Die hindert auch nicht die ACT-induzierte GLUT4-Expression. Allerdings muss man wissen, dass die mTOR-Hemmung ein sehr verbreitetes Konzept bei der Immunsupprimierung bei Patienten, die Organtransplantationen bekommen haben, sind. Also Haupteinsatzgebiet von den mTOR-Inhibitoren sind zum Beispiel Patienten, die eine Herztransplantation hinter sich bekommen haben. Die kriegen dauerhaft, um eine Transplantatabstoßung zu verhindern, diese Substanzen gegeben. Damit Sie dazu vielleicht auch eine kleine Größenordnung mal hören, die Patienten mit den transplantierten Herzen kriegen teilweise von einem Medikament 0,1 Milligramm. Unsere Krebspatienten kriegen 10 Milligramm.
Milligramm. Und das ist natürlich immunsupprimierend. Also in dem Moment, wo man mTOR inhibiert, muss man wissen, dass der Patient deutlich infektanfälliger ist, deutlich schwächeres Immunsystem hat, als das normalerweise wäre. Und last but not least verspricht man sich auch von den ACT-Inhibitoren relativ viel. Das Problem ist, die sind noch nicht so richtig weit, kann man glaube ich so sagen. Es gibt noch keinen richtig guten ACT-Inhibitor, der im Einsatz wäre und der auch beeindruckende oder überzeugende Daten liefern würde. Die sind aber wirklich in Mache. Nun gut, wir haben drei verschiedene Substanzgruppen, die wir einsetzen können, um den Signalweg zu inhibieren. Das ist ja schon mal was. Das heißt, hier kann man natürlich auch gucken, wie die zum Beispiel kombinierbar sind, wie die in der Sequenz gegeben werden können, ob es sinnvoll ist, den Inhibitor A dem Inhibitor B vorzuziehen und so weiter. Sprich, das ist richtige klinische Forschung, die durch Studien abgedeckt wird. Und wenn man sowas hat und vielleicht mit den bisherigen Resultaten noch gar nicht so wahnsinnig zufrieden ist, kann man natürlich auch in Erwägung ziehen, wie die Kombination mit Chemotherapie oder mit Immuntherapie genau aussehe. Das ist alles, was eruiert werden muss in klinischen Studien. Bisschen spezifisch jetzt wieder auf Brustkrebs bezogen. Das muss natürlich auch weiter analysiert werden mit hormontherapeutischen Ansätzen. Das Ganze gilt, wie gesagt, nicht nur per se, sondern auch, wenn wir daran glauben wollen, dass es erworbene Resistenzen vermittelt, muss ich natürlich alle diese Inhibitoren in Erwägung ziehen. Wenn ich zum Beispiel eine EGFR-mutierte Lungenkrebspatientin habe, die dann im Resistenzsetting, vielleicht weil es vorher nicht nachgeguckt worden ist, aber im Resistenzsetting eine PIK3CA-Mutation hat, wenn man dann glaubt, dass sie sozusagen dominant über der EGFR-Mutation stünde.